Ey Leute, what's poppin'? Mein Name ist Basti und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute zu einem ganz besonderen Thema. Es geht um etwas, das mein ganzes Leben verändert hat. Denn vor ungefähr einem halben Jahr habe ich mir einen Hund zugelegt, nämlich den hier. Eine kleine französische Bulldogge. Und heute werde ich mit euch meine ersten Eindrücke mit euch teilen. Also, let's do this. Let's do this. Okay, bevor wir mit den ersten Eindrücken anfangen, stelle ich euch den Kleinen erstmal kurz vor. Das ist Stitch, eine französische Bulldogge, die Farbe Solid Blue, und er hatte am 16.09.2019 Geburtstag, also da wurde er geboren. Heißt, jetzt ist er Oktober, November, Januar, Februar, 5 Monate. Jetzt ist er 5 Monate alt und ich muss sagen, er ist nicht mein erster Hund. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo immer ein Hund am Start war. Heißt, ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit anderen Hunden gehabt und ich muss euch wirklich sagen, dieser Boy ist vom Charakter einfach einzigartig. Und ich glaube, das kann man über die ganze Rasse sagen. Also, ich hatte davor einen Husky und einen Labrador. Labrador ist jetzt immer noch in Deutschland und ist auch ein super Hund. Also wirklich bis jetzt alle Hunde, die ich gehabt habe, waren top, aber vom Charakter unterschiedlicher kann es nicht sein. Und bei diesem fällt es erst recht auf, wie charakterstark diese Hunde sind. Deshalb fangen wir jetzt mal mit den ersten Eindrücken an. Nummer 1 ist, dieser Hund liebt die Nähe. Also das ist wirklich so krass. Egal wo man hingeht, egal wo man sich hinsetzt, der Boy, der kommt angerannt im Vollsprint, nur um sich beide hinzulegen. Also es ist wirklich unfassbar. Der will nicht allein schlafen, der will nicht allein sein, der will unbedingt immer beim Herrchen sein, was eine ultra schöne Eigenschaft ist. Er ist voller Buddy halt, er will immer am Start sein. So, das war jetzt die erste Eigenschaft. Weiter geht's mit Nummer 2. Diese Hunde, oder ich gehe jetzt mal von allen Hunden aus, aber eher besonders, die furzen rum. Boah, das ist nicht mehr normal. Also es ist weniger so ein Rumgefurze mit Sound, sondern ey, du sitzt da, du chillst am Tisch, snackst irgendwas, auf einmal BAM, Alter! Bäh, Geruchsexplosion, Alter, du musst evakuieren, ganzes Haus am Arsch, wirklich tief. Der Gestank ist abnormal, also die furzen rum wie kein anderer. Und es ist einfach, ich meine, anfangs war es wirklich schlimm, vielleicht lag es auch am Futter, ich habe ihm anfangs ein bisschen zu viel Essen gegeben. Jetzt hat sich's langsam ein bisschen gesättigt, also jetzt furzt er weniger rum, aber am Anfang, ihr könnt euch das nicht ausmalen. Davor meine Hunde haben wirklich fast nie gefurzt und dann der Kleine hier, in dem Alter, ich dachte mir so, Alter, was passiert, wenn der mal groß ist, weil die furzen so unfassbar rum. Also damit muss man halt klarkommen, dass die halt gut Gase ablassen. Aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist es ganz okay. Okay, Punkt Nummer 3. Es ist ein ultra entspannter Hund. Und das kann ich euch versichern. Also dieser Hund braucht nicht viel. Der schläft gern, der chillt bei einem. Der chillt gerade rum, genießt sein Leben, schlaft ein bisschen rum. Aber dem geht's gut. Die Hunde brauchen aber nicht viel. Die sind ultra entspannt, super einsteigerfreundlich. Also wenn es euer erster Hund werden soll, dann kann ich den French Bulldog bis zum jetzigen Stand, also Stand 5 Monate, nur empfehlen, weil die Hunde sind wirklich ultra entspannt. Die schlafen sehr viel, haben dann mal zwischendurch ihre 5 Minuten, wo die ultra ausrasten. Also dann flippen die komplett aus, aber dann war es es wieder. Dann chillen die wieder und dann ist auch wieder alles easy. Also, dieser Hund ist wirklich ultra entspannt. Nächster Punkt, lernfreudig. Also diese Hunde, vor allem Stitch, die lieben es, neue Sachen zu lernen für den richtigen Preis. Heißt, wenn ihr Leckerlis am Start habt, dann lernen die wirklich neue Sachen so schnell. Ich habe mit dem innerhalb von, sagen wir mal, eine Stunde jetzt relativ gut dieses Legs beigebracht. Und wenn man ihm Leckerlis gibt, dann wollen die das auch wirklich lernen. Also die sind richtig lernfreudig. Die haben richtig Bock, neue Sachen zu lernen. Also das hat mich ultra erstaunt, weil ich wusste nicht, dass die so lernbegeistert sind oder auch sogar so schlau. Also das ist wirklich eine gute Eigenschaft, die ich bei Stitch sehr würdige. Der nächste Punkt. Essen ist Liebe. Und das ist auch verrückt. Also die Hunde sind wie Staubsauger. Wenn die Essen finden, Junge, die snacken's weg, als wär's nicht. Die rennen dahin. Schlopp, 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 weg. Alles weg. Ich gebe denen so, sagen wir mal, 0,2 Kilogramm an Essen. Also ihm hier. Junge, der snackt es weg innerhalb von 20, 30 Sekunden. Das ist nicht mehr normal. Die geben Vollgas, als wäre das ihr letztes Abendmahl oder so. Also es ist wirklich verrückt. Die Hunde lieben Essen. Und das kann man halt gut kombinieren mit Lernmethoden. Heißt, man kann gut Tricks beibringen, weil sie ja für Essen alles machen wollen. Heißt, nutzt diese Essensgeilheit der Hunde aus und bringt denen damit viele Tricks bei. Weil wenn die einmal Essen sehen, dann machen die auch wirklich alles dafür. Und ihr müsst aufpassen, wenn ihr draußen mit dem unterwegs seid. Ist mir aufgefallen, der staubsaugt halt wirklich alles weg. Also ihr müsst da wirklich aufpassen, dass er nicht irgendwas Blödes isst auf der Straße. Oder wenn, dann müsst ihr ihm halt beibringen, dass er nichts da essen soll. Heißt auch mal bestrafen oder halt zurückrufen, dass er halt nichts mehr von der Straße essen soll. Weil das kann halt schlecht enden, wenn da irgendwelche giftigen Sachen für ihn rumliegen. Boah, schlabber mich doch nicht so ab, Stitch. Boah. Was ist los mit dir? Der nächste Punkt. Und der ist wirklich auch krass. Der kleine Racker hier, der kennt keine Angst.
Wirklich, die haben wahrscheinlich einen Napoleon-Komplex oder so, aber die haben einfach keine Angst. Dem ist es scheißegal, was der große Hund macht. Junge, die geben keine Faxen, die rennen dahin, stressen die an, nehmen denen alles weg. Diese Hunde haben einfach keine Angst. Die springen auch von allem runter. Denen ist alles egal, die wollen alles erkunden. Die sind richtig, die haben einen richtigen Napoleon-Komplex. Aber das ist natürlich auch relativ cool, wenn man einen mutigen Hund hat, der von nichts Angst hat. Aber es kann auch natürlich Nachteile geben. Er wurde auch schon mal ein bisschen zurechtgewiesen von einem großen Hund und hat halt dann für kürzere Zeit Respekt gehabt. Jetzt muss ich nur hoffen, dass er diesen Respekt weiterbehält, weil sonst kann es halt mal auf die Schnauze gehen vom größeren Hund. Ja, also merkt euch das. Die Hunde, oder der hier, die kennen keine Angst. So, und jetzt zum letzten Punkt, der mir auch krass aufgefallen ist. Der Boy ist ein Pussy-Magnet. Also wirklich, das ist unfassbar. Die sind wirklich, sagen wir mal allgemein, Menschen lieben oder viele Menschen lieben French Bulldogs. Wenn man in der Stadt ist, man hört überall, wenn ich mit dem spazieren gehe durch die Stadt, hört man immer so ein Oh, ist der süß, oh. Und das ist halt wirklich krass und da kommen auch viele Menschen von allein auf mich zu und streichen in dem. Aber es kann natürlich auch daran liegen, weil er halt gerade noch ein Welpe ist. Also ich müsste da nochmal ein Update geben in ein paar Monaten, wie es dann aussieht. Aber ich meine, nicht umsonst sind die Hunde ja ultra beliebt zurzeit. Das liegt halt auch daran, weil die halt sehr süß sind und wirklich einzigartig. Also das muss ich euch wirklich sagen. Frauen und auch Omas, muss ich sagen, viele Omas haben mich auf den Hund angesprochen. Also wenn ihr auf Omas steht, holt euch so einen Dog. Das soll schon gewesen sein, oder Stitch? Warst du schon? Oder willst du noch irgendwas sagen? Nee, Stitch will auch nichts mehr sagen. Das soll schon fürs Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch jetzt einen kleinen Einblick gegeben, wie es so ist, einen French Bulldog zu haben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like unten da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wir sind gerade bei 109 Abonnenten. Also wir haben schon richtig viel Fortschritt gemacht in den letzten paar Tagen. Ich glaube, 30 Abonnenten plus in den letzten 3 Videos. Hat mich mega gefreut, dass ich so viel schon erreicht habe. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was euer Lieblingshund ist oder welchen Hund ihr daheim habt. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.